Das Licht ist aus. Ich gebe Deckung, du suchst eine Taschenlampe, Sarge. Da stinkt das hier. Sarge, da... Weiter voraus. Sieh dir dieses Monster an. Eine erledigt, eine übrig. Das war das letzte Termit. Sarge, ich könnte Hilfe gebrauchen. Hört sich geil an. Hat ja 3D Audio. Ich habe das SteelSeries Arctis 7P Plus Wireless. Knacken wir die Nuss. Knacken wir die Nuss. Freund von uns. Kollege. Nee, doch nicht. Hey. Okay. Kasematte gesichert. Wie sprengen wir das Ding? Wir haben keinen Termit mehr. Ich werfe eine Bangalore rein. Nach oben, bevor das Ding in die Luft fliegt. Hast du die Leuchtpistole, Sarge? Der Beschuss steht bevor. Los! Lass uns das Leuchtsignal abfeuern! Das Leuchtsignal! Das Bombardement geht gleich los! Verdammt! Das Ding ist hin! Das ist ein schlechter Scherz, oder? Wo ist Worth? Da! Die untere Kasematte! Beschuss! Runter! Ich hol Worths Leuchtpistole! Bring alle in Deckung! Wir müssen hier weg! Alter, der ganze Wagen ist weggeflogen.
du gesteckt? Nichts Besseres zu tun? Ich habe nur auf einen Verrückten gewartet, der den Helden spielt. So, dann schicken wir unseren Jungs mal ein Signal, was? Wir hatten unseren Captain verloren, aber den Tag gerettet. Und wir ehrten unsere Gefallenen auf die einzige Art. Durch Beenden der Mission. Du blickst auf deine Soldaten und hoffst, sie sind der Schwierigkeit gewachsen. Dem Unmöglichen. Das Leuchtsignal gab mir recht. Das bedeutet es, ein Anführer zu sein. Bei all den wehenden Fahnen in den Straßen hätte man nicht gedacht, dass die Nazis den Krieg verlieren würden. Doch Hochmut kommt stets vor dem Fall. Und auf Verzweiflung folgt die Dummheit. Kommandant Hinrich hatte Novak getötet. Und wir bekamen eine Freifahrt in die Höhle des Löwen. Die erste formelle Kapitulation einer deutschen Armee, seit die Alliierten die Strände Europas erstürmt haben. Der Führer verlangt von den Deutschen, dass... Ich habe den Bericht gelesen. Zweimal. Das Alliierten-Team ist faszinierend. Sie wurden geschnappt. Aber es war knapp. Ich will, dass Sie alles über diese Einheit herausfinden. Es wird mir ein Vergnügen sein. Sie sprechen mit keinem darüber und berichten ausschließlich mir. Herr Hitler. Hm. Knast ist unser Schlachtfeld. Wollen Sie, legen Sie sich so langsam, was glauben Sie, wer Sie sind? Ein bisschen schneller, habe ich gesagt. Was ist das für ein Gestank? Chlordioxid. Sie denken, es überdeckt den Geruch von Tod. So, rein, rein! Ich sagte, beweg dich! In so einem schicken Scheißloch war ich noch nie. Hat noch jemand Hunger? So, ich bin Hauptsturmführer Richter. Zisch ab, ja. Außer du bist der Zimmerservice. Und ich habe Fragen an euch. Fragen können wir wohl kaum essen. Ich bin der Kommandierende. Sie sprechen mit mir. Richter war ein offenes Buch. Hochrangige Uniform, keine Orden, Schreibtischhengst. Perfektes Ziel. Umgeben von drei Wachen, bewaffnet, alles Arschlöcher. Ich studiere die Alliierten seit Jahren, aber eine solche Einheit ist mir noch nie untergekommen. Kingsley, Arthur, Lieutenant, Dienstnummer 2523-2642. Ich erzähl dir was. Ich habe genau einmal selbst mit dem Führer gesprochen. Er hat mir ein Buch empfohlen. Der Untergang der großen Rassen. Von einem Amerikaner. Ein Mann namens Madison Grant. Der Führer hatte nichts als Lob für ihn. Fick Madison Grant und alle Gleichgesinnten. Das Buch erläutert, dass unter enormem Druck oder ungünstigen Bedingungen bei einer Art von Menschen weniger schnell abbauen. In dem Moment wusste ich, was ich zu tun hatte. Rechts vom Jugulum. Unterm Schlüsselbein. Sobald wir alles von diesem rassistischen Bastard hatten, würde ich dort mein Messer ansetzen. Mein Plan nahm Gestalt an. Wir waren gefangen im Keller des Gestapo-Hauptquartiers. Um uns herum befand sich eine Fundgrube an Nazi-Geheimdaten.
Projekt Phoenix musste dort irgendwo sein. Und Richter war der Schlüssel. Er dachte, er sei der Vernehmende. Sollte er uns von Nutzen sein, musste er das auch weiterhin denken. Dieser arrogante Nazi in seiner glattgebügelten Uniform liebte den Klang seiner Stimme. Der schwierige Teil war nicht, Richter alles über Projekt Phoenix zu entlocken. Der schwierige Teil war, die anderen zu überzeugen, ihn nicht vorher zu töten. Die Alliierten wussten irgendwie von Projekt Phoenix. Wir haben einen Verräter unter den Offizieren. Nein. Ich habe ihre Akten. Kümmern Sie sich um sie und die anderen Entbehrlichen. Lieutenant Kingsley erwähnte ein Projekt Phoenix. Wohl alliierte Propaganda. Der Neger dachte, er beschütze sein Team. Wohl um sich zu beweisen. Ihn zum Anführer zu machen. Die Alliierten müssen verzweifelt sein. Er sagte, es sei ihre erste Mission. Der sechste Mann sei tot. Ich denke, er lügt. Natürlich. Ich finde die Wahrheit heraus. Gibt es weitere Teams wie dieses? Wie erfuhren Sie von Hamburg? Ist Tempelhof in Gefahr, kompromittiert zu werden? Diese Dinge muss ich wissen. Hier steht mehr auf dem Spiel, als ich Ihnen sagen kann. Aber ich zähle auf Sie. Herr Richter. Ich verstehe. Danke sehr. So. Wir haben euren Freund beim Kugelschreißen ertappt! Den Finger. Das ist schon mal gut. Mir geht's gut. Ehrlich. Hör zu. Sie wissen von Wade. Aber Sie haben ihn noch nicht. Du hast ihnen gesagt, er wurde getötet, oder? Im Zug nach Hamburg. Sie werden es nicht glauben. Aber ich hoffe, es gibt ihm Zeit, uns rauszuholen. Er wird uns nicht holen kommen. Sie hat recht, Kingsley. Wir können nicht auf den Schwachkopf zählen. Bringt mir die Frau. Sie geht nirgendwo hin, Mann. Ach, geh mir aus dem Weg. Los! Alina, ich weiß nicht. Wo ist Nein? Ist Joschto Moschisch? Jedes Mitglied dieses Teams war bereits ein Held, bevor ihre Akten auf meinem Tisch landeten. Aber zu sagen, sie seien nur starke Persönlichkeiten, wäre eine riesige Untertreibung. Insbesondere, was Petrova anging. Papascha, wo ist meine... Schon wieder? Ich trage das Ding so schon nicht gerne. Und jetzt ist's brennbar. All die Jahre, die ich schießen gelernt habe. Umsonst. Ich sitze im Sanitätszelt fest. Pastor. Brenne nicht so aufs Kämpfen. Ruhm ist völlig wertlos, wenn du tot bist. Aber dieser Kampf ist wichtig. Du bist wichtig. Du und Misha. Mehr habe ich nicht. Sondere Zustellung. Diego Napomini.
Hey, sei nett. Ich bin immer nett. Misha, was hast du da drin? Leere Flaschen? Ich bilde Partisanen aus. Unsere Genossen wissen schon, wie man säuft. Das werden Molotows. Ist es klug, Sprengstoff an Zivilisten zu verteilen? Papaschka, du sagst dich zu viel. Autsch, Zezrucha, du verletzt mich. Das tust du schon ganz alleine. Wieczka. Kozio. Wieduszka. Kozio. Schaba. Genug, ihr zwei. Bin schon spät dran. Setzen! Na also, ist das nicht nett? Ein echtes Familienfrühstück. Bomben und Kugeln, perfekter Start in den Tag. Papa, mit diesem alten Gewehr im Haus bringen sie dich eines Tages noch um. Wer sorgt sich denn da? Also, die Deutschen nähern sich der Front. Willst du etwa dorthin? Nein. Sie sagten, dort wäre ich nicht so nützlich. Deshalb bilde ich Rekruten aus bei der alten Post. Ist sicher schön. Es wäre schöner gewesen, wenn ich eine Wahl hätte. Immerhin darfst du kämpfen. Spar mir dein Immerhin. Genug! Ihr leistet beide viel. Da fällt mir ein, wenn die Dublutki an euch vorbeikommen, schickt sie einfach zu mir. Natürlich, Papascha. Die kommen nie vorbei. Nee. Blin, ich bin später dran, die warten auf mich. Misha, deine Kiste. Ich schwöre, ohne uns würde er noch seinen Kopf vergessen. Wir sind Heilige. Ehrlich. Ich bringe ihn wie auf den Weg zu den Sanitätszelten. Du hilfst dem Land mehr, als dir bewusst ist. Und machst deinen alten Herrn stolz. Spasiba, Vater. Kontrollpunkt? Ja. Ja, neueste Folge in 4K. Deswegen machen wir auch kürzere Folgen. Da sind sie schneller in 1080p. Ab 1080p gebe ich sie frei, mache ich sie öffentlich. Und wenn ihr die in 4K sehen wollt, müsst ihr ein bisschen länger warten. Aber die Folgen dürfen nicht über 30 Minuten gehen. Eher auch nur 25. Aber dafür kriegt ihr das Ganze jetzt in 4K. Und auch andere Spiele. Ich bin am Überlegen, ob ich mir Grand Theft Auto 5 jetzt im Angebot für 20 Euro hole für die PS5. Ich habe es auch auf dem PC und ich habe einen sehr starken PC. Aber ich hätte hier Freunde auf... Okay. Ein Freund habe ich auf PlayStation. Mit dem könnte ich GTA 5 zocken. Aber ich habe auf das Spiel generell auch mal wieder Bock. Und es ist ja fast vergleichbar mit dem PC. Hat sogar ein paar andere Pluspunkte. Ja, meine lieben Freunde, das war die neueste Folge Call of Duty Vanguard. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr hattet Spaß damit. Ja, dann werde ich die Folge gleich für euch hochladen. Und überlegt mir noch, was wir diesen Monat für ein Spiel kaufen. Ich hole mir ja sowieso PlayStation Plus Premium. Und da sind auch noch andere geile Spiele am Start. Aber ein Spiel möchte ich schon jeden Monat kaufen. Auf dem PC sind sie ja noch günstiger, also da hat man ja Riesenspielauswahl. Gut, meine lieben Freunde, das war die neueste Folge Call of Duty Vanguard. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Euer Robin Hood. Bye, bye.